Hallo bei Bildner TV und der aktuell ziemlich viel diskutierten Canon EOS R. In unserem heutigen Video geht es um ein Feature, das man eher selten braucht. Aber wenn man es braucht, ist es umso wichtiger, es zu kennen. Es geht um die Anti-Flacker-Funktion. Hallo Christian. Hallo Caro. Bevor wir jetzt auf dieses spannende Feature zu sprechen kommen, würde mich mal interessieren, warum ist denn die Canon EOS R eigentlich so viel diskutiert? Also viel diskutiert im positiven Sinn. Canon hat mit der R quasi Neuland betreten, hat eine Vollformatkamera, also mit großem Sensor, rausgebracht, die spiegellos ist. Canon stand früher eigentlich fast ausschließlich für hochwertige Kameras mit Spiegel, also klassische Spiegelreflexkameras. Und die EOS R ist die erste High-End-Kamera, was man auch am Preis sieht und an den Features, ohne Spiegelsystem, also keine klassische Spiegelreflexkamera mehr, sondern es ist eine spiegellose Kamera. Die anderen Hersteller, Nikon, Panasonic, Fuji, die haben sowas schon länger, aber Canon hat jetzt nachgezogen mit einem ziemlichen Brummer. Also insofern viel diskutiert, man hört ständig was von der Kamera, viele Leute diskutieren auch drüber, weil das Bedienkonzept dieser Kamera jetzt ein etwas anderes ist als bei den Spiegelreflexkameras. Man muss sich ein bisschen umstellen, aber grundsätzlich es ist was Neues, was Tolles, was Hochwertiges, das auch Profis anspricht. Deswegen hört man sehr viel über diese Kamera. Okay, und die kann ja auch richtig, richtig tolle Sachen, diese Kamera. Die kann richtig tolle Sachen. Also das ist ein Profi-Werkzeug. Auch ambitionierte Amateure, die halt mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen wollen, die kriegen mit der EOS R ein echtes Werkzeug, mit dem man richtig arbeiten kann, also richtig tolle Fotos machen kann. Heute allerdings werden wir uns auf ein etwas spezielleres Thema konzentrieren, nämlich die Anti-Flacker-Funktion. Das ist so ein Ding, ich fotografiere jetzt seit 15, 18 Jahren, keine Ahnung, und die Anti-Flacker-Funktion habe ich in meinem Leben vielleicht für 3 Jobs gebraucht. Allerdings was, war ich froh, dass ich die flackert hatte. Denn, was man da korrigieren müsste? Leuchtstoffröhren, Gasentladungslampen, also alle Lampen, jetzt nicht LED, sondern Lampen wie Neonröhren oder ganz normale Glühbirnen, ältere Glühbirnen, die in der Frequenz des Stromnetzes Gasentladung produzieren, Licht produzieren. Man sieht das, wobei wir werden uns das am besten gleich an einem kleinen Video anschauen. Ich habe ein kleines Video gemacht von einer Neonröhre mit einer Highspeed-Kamera mit 120 Bildern pro Sekunde. Da sieht man dieses Flackern. Das schauen wir uns jetzt hier gleich mal am Notebook an. Also nicht wundern, das stellt sich jetzt erst alles so ein bisschen ein. Und jetzt sieht man dieses Flackern. Also man sieht, es verändert sich permanent die Belichtung und es verändern sich auch sogar die Farben. Also wenn man mit der Kamera unter bestimmten Bedingungen solche Lichtquellen fotografiert oder unter solchen Lichtquellen fotografiert, dann kann es sein, dass Fotos inkonsistent werden. Klar, das macht ja richtig Probleme. Genau. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wann braucht man dieses Feature denn eigentlich? Genau, wann braucht man es? Also eine der klassischen Situationen. Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt mit der Kamera irgendwo hin fokussiere, meine Belichtung einstelle und ein Foto mache, habe ich ja keinen Vergleich. Mhm. Dann sehe ich also gar nicht, stimmt die Belichtung jetzt oder ist die beeinträchtigt durch dieses Flackern? Eigentlich ist es ja egal, wenn das Bild okay ist, passt. Dann habe ich dieses eine Bild. Dieses eine Bild ist in Ordnung. Und falls das von den Farben her nicht so ganz stimmt, da kann ich ja noch ein bisschen nachbearbeiten. Retusche und genau. So weiter. Aber interessant wird es, gerade wenn man Sport fotografiert. Also wenn ich irgendwo in der Turnhalle bin zum Beispiel mit Gasentladungslampen an der Decke, die alle in der gleichen Frequenz, nämlich diesen 50 Hertz, die bei uns aus der Stromleitung kommen, flackern und ich mache Serienaufnahmen. Und gerade bei Sport macht man ja häufig Serienaufnahmen mit sehr, sehr kurzen Verschlusszeiten. Da mache ich mehrere Bilder in einer Sekunde, genau, oder? Ich drück den Auslöser und mache es tak, 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 tak. Also diese Serienaufnahmen, bei denen fällt mir dann auf, ups, da sind ja Bilder dabei, die ein bisschen seltsam aussehen, die unterschiedlich belichtet sind. Klar, weil sie nicht alle gleich sind dann. Genau. Mhm. Und jetzt haben wir die beiden Faktoren. Erstens Serienaufnahmen und zweitens kurze Verschlusszeit. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Verschlusszeit habe, die kürzer ist als die Frequenz dieses Flackerns, dann kann das auffallen. Mhm. Da habe ich auch ein paar Fotos vorbereitet. Schauen wir uns die am Laptop nochmal an. Ich habe jetzt hier einfach von der gleichen Leuchtstoffröhre, die wir vorhin im Video gesehen haben, habe ich jetzt einfach mal eine Serienaufnahme gemacht. Moment, machen wir das mal größer, dann sieht man es besser. Und ich klicke jetzt einfach mal ein Bild nach dem anderen durch.
Am Anfang merkt man nicht so groß. Merkt man noch nicht so viel. Mhm. Aber und jetzt kommt's. Ja. Und da kommen jetzt Aufnahmen, die völlig unterschiedlich von den Farben her aussehen und von der Belichtung her. Wäre natürlich schrecklich bei so einer Bilderreihe. Eben. Und gerade, gut, jetzt im Heimgebrauch, wenn ich irgendwie mein Kind beim Fußballspielen in der Halle fotografiere, ist es vielleicht kein Drama. Aber wenn ich jetzt ein bisschen professioneller drauf bin und mit den Fotos auch hausieren gehe, jetzt als Pressefotograf zum Beispiel, da muss ich dieses Feature kennen und da muss ich einfach darauf achten, dass meine Bilder konsistent belichtet und von den Farben her konsistent sind. Mhm. Gehen wir wieder weg hier vom Laptop. Ich glaube, man hat es jetzt ganz gut gesehen, wo das Problem liegt. Und die Kamera ist in der Lage, das Ganze auszubügeln. Jetzt genau, die ist in der Lage, das auszubügeln. Machen wir mal den Laptop hier zu, den brauchen wir jetzt nicht mehr, und schalten wir hier die Kamera ein. Es ist übrigens alles auch nachzulesen in unserem Buch Canon EOS R. Da ist alles ganz, ganz genau erklärt für alle, denen das jetzt ein bisschen zu schnell geht. Ja, genau. Also dieses Feature ist in dem Buch, aber natürlich noch die ganzen tausend anderen Features, die dieses Feature-Monster hat. Also ohne Buch oder ohne wirklich professionelle Hilfe kommt man mit der Kamera nicht ohne weiteres zurecht. Also ein absolutes Must-Have ja, für alle, die diese doch Canon wirklich, besitzen. Wirklich. Also ohne Buch würde ich mal sagen, man fummelt ewig lang rum und findet einfach nicht, was man braucht. Ja. Also da hilft das Buch hundertprozentig. Aber schauen wir uns jetzt mal dieses Spezialfeature an. Gerne. Vorab in der Automatik, also wenn man mit der Vollautomatik fotografiert, reagiert die Anti-Flacker-Funktion nicht. Also da macht die Kamera alles automatisch, muss man sich nicht drum kümmern. Mhm. Man muss also mit einem der Aufnahmeprogramme arbeiten, die halb manuell oder halbautomatisch funktionieren oder eben mit der manuellen Belichtung M. Ich stelle jetzt hier mal die Funktion bzw. den Aufnahmemodus TV ein. Das heißt, das ist die Zeitvorwahl. Ich lege also eine Verschlusszeit fest. Das ist ein Aufnahmeprogramm, das man in der vorhin beschriebenen Situation Sport irgendwo verwenden würde. Man würde also eine Verschlusszeit festlegen, um Sportler, die sich bewegen oder so, scharf zu erwischen. Also ich so im Sprung zum Beispiel. Im Sprung zum Beispiel, dass die scharf im Bild zu sehen sind. Mhm. Dazu brauche ich sehr kurze Verschlusszeiten. Und diese kurze Verschlusszeit stelle ich eben über die Zeitvorwahl TV ein. Mache ich jetzt hier mal, vielleicht können wir uns das hier mal anschauen. Ich habe hier unten die Verschlusszeit eingestellt, eine 125. Sekunde, die kann ich auch noch kürzer einstellen, eine 200. Die Kamera steuert mir jetzt hier die Blende 4,5 zu, ISO-Wert wird automatisch gesteuert. Und ich habe auch eingestellt, habe ich vorher schon gemacht, eine Serienbildfunktion. Also dann suchen wir uns jetzt hier mal eine flackernde Neonröhre im Studio, die ich jetzt einfach mal ins Visier nehme und mit der Serienbildfunktion fotografiere. Man hat jetzt eh gehört, das sind mehrere Bilder gemacht worden. Genau, machen wir das nochmal, einfach mal das Geräusch anhören. So war ziemlich schnell. 7 oder 8 oder wie viel hat er gemacht? Sowas? Ich glaube, die Canon kann bis zu 8 Bilder pro Sekunde machen. Aha. Also das dürften jetzt so um die 8 Bilder pro Sekunde gewesen sein, vielleicht ein bisschen weniger, weil ich in einem großen Dateiformat fotografiere. So, und jetzt schauen wir uns die Bilder mal an, wie das denn mit nicht eingeschalteter Anti-Flacker-Funktion aussieht. Ohne Anti-Flacker-Funktion, also ohne Anti-Flacker haben wir völlig unterschiedliche Farben. Total mal lila, mal blau, mal weiß, mal irgendwas. Also ja, man sieht deutlich, die Belichtung ist nicht konsistent. Ja. Und jetzt gehen wir ins Kameramenü, auf die Taste Menü drücken. Wir sind hier in der ersten Menügruppe, in der roten, im 6. Register. Da ist der Befehl Anti-Flacker-Aufnahme, die wir jetzt hier aktivieren über die Taste Set. Also ist jetzt aktiviert. Mhm. Jetzt spielen wir das Ganze nochmal. Ich suche mir wieder die Leuchtstoffröhre und jetzt mal auf die Serienbildgeschwindigkeit hören. Ist also deutlich langsamer. Machen wir nochmal. Also ist deutlich langsamer als vorher. Ja. Die Kamera verändert also jetzt die Verschlusszeit. Wenn die Anti-Flacker-Funktion aktiviert ist, reduziert sich die Serienbildgeschwindigkeit, die maximale Serienbildgeschwindigkeit der Canon. Das ist eben jetzt für Fotografen, die irgendwo Sportevents machen und auf schnelle Serienbildgeschwindigkeiten angewiesen sind, möglicherweise ein Problem. Aber gut, damit muss man halt rechnen. Ja. Dafür kriegt man sauber belichtete Bilder. Ja. Und jetzt schauen wir uns die Fotos mal an. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt ausschaut. Also, schauen wir uns einfach mal die letzten 5 Fotos an. 1, 2, 3, 4, 5. Klasse. Alle sauber. Kein Unterschied. Die sehen
alle mehr oder weniger identisch aus. Ja. Wie gesagt, es sind ein paar weniger Bilder, was die Serienbildfunktion angeht, aber ich meine, 5 Bilder pro Sekunde sind auch noch ein Haufen Zeug, also ja, damit kann man auch super arbeiten. Und was aber jetzt passiert ist, die Kamera hat die Verschlusszeit etwas verlängert, um eben dieses 50 Hertz Flackern auszugleichen. Mhm. Irritiert ein bisschen, weil in den Metadaten, so nennt man diese Aufnahmedaten zur Verschlusszeit, Blende und so weiter, die Verschlusszeit zeigt mir bei meiner Datei, bei meiner Bilddatei immer noch eine 200stel Sekunde an. Aber nicht richtig. Egal, vermutlich nicht, aber eigentlich ist es wurscht. Ich hatte zwar eine 200stel Sekunde eingestellt. Problem ist jetzt Sportbewegungen. Wenn ich eine Bewegung einfrieren will durch die Verschlusszeit, dann brauche ich eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit. Durch die Anti-Flacker-Funktion wird die Verschlusszeit etwas verlängert. Der Effekt ist, diese Bewegung wird dann nicht mehr eingefroren durch diesen kurzen Augenblick, den die Kamera die Aufnahme macht, sondern die Aufnahme dauert etwas länger. Das heißt, die Bewegung ist auch länger im Bild und dadurch verwischt die Bewegung möglicherweise. Aha. Okay. Also da muss man dann entscheiden, was ist einem als Fotograf wichtiger? Ja. Eine korrekte, konsistente Belichtung bei allen Bildern einer Serienaufnahme, dann mit Anti-Flacker. Dann kann es aber passieren, dass die Bewegungen etwas verwischen. Aha. Oder ist mir wichtiger, dass ich Bewegungen einfriere, ja, möglichst kurze Verschlusszeiten habe, dann funktioniert halt die Anti-Flacker-Funktion nicht. Aber trotzdem eine tolle Funktion. Ja, absolut. Also sensationell, absolut, weil absolut, wenn man sich das anschaut, das Vorher-Nachher-Ergebnis, ja, ja, richtig man, toll, was man muss da machen jetzt kann. Noch ein paar Sachen dazu sagen vielleicht. Also wie gesagt, in der Automatik, also in der absoluten Automatik, in der Vollautomatik der EOS funktioniert die Anti-Flacker-Funktion nicht, nur in diesen halbautomatischen, halbmanuellen Programmen und dem manuellen Programm. Beim Filmen funktioniert es auch nicht, also nur beim Fotografieren. Mhm. Film klappt leider nicht. Okay. Aber was muss man noch dazu sagen? Ja, das war's eigentlich. Mehr muss man zu dieser Funktion eigentlich nicht wissen. Sobald man irgendwo in der Halle ist, unter Leuchtstoffröhrenlicht, Anti-Flacker-Funktion. Ist das perfekt, wenn man diese Anti-Flacker-Funktion einschalten kann und dann, kriegt man richtig tolle Bilder. Eine Sache noch, sobald man sich aus dem europäischen Raum irgendwo verabschiedet Richtung Nordamerika. In Europa hat der Strom eine Frequenz von 50 Hertz, unser Wechselstrom. Der Wechselstrom in Nordamerika und auch in anderen Teilen der Welt liegt bei 60 Hertz. Das ist ja interessant. Die EOS erkennt 50 Hertz flackern und 60 Hertz flackern. Also da muss man sich jetzt nicht groß umstellen, man muss es nur wissen, wenn man jetzt die Anti-Flacker-Funktion irgendwie gerade im europäischen Raum genutzt hat und man fliegt rüber nach Amerika, dann muss man sie halt nochmal einstellen und dann. Aber es ist ein Profi-Ding und es erkennt es. Ja. Ist ja wirklich klasse. Gut. Noch Fragen dazu? Oh, also ich bin wunschlos glücklich, vor allem was die Anti-Flacker-Funktion betrifft. Also toll erklärt, jetzt weiß ich, was man damit alles machen kann und für was man die braucht. Und für alle, die das jetzt nochmal genau nachlesen wollen und ausprobieren möchten, hier das Buch, die Canon ISR. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link dazu. Und wir freuen uns über einen Daumen hoch, oder? Klar. Wenn euch das Video gefallen hat. Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bei Bildner TV. Ciao. Ciao.